Hey Freunde, da bin ich wieder, Fragrance Talk. Ja, Düfte der Woche stehen wieder an. Sonntags, immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Wie ich das schon immer sage. Nee, Donnerstag. Nee, völlig durch, völlig aus dem Wind. Hey, willkommen zurück, Fragrance Talk hier. Ja, jetzt aber wirklich Düfte der Woche. Und für alle Neuen vorweg, bleibt hier. Sonntags kommen immer meine Düfte der Woche. Also da stelle ich vor, was ich die Woche getragen habe, plus heute, was ich heute trage. Und ja, ich hoffe, euch gefällt diese Reihe immer noch. Dann schreibt mal unten in die Kommentare, ob ich die weitermachen soll oder nicht. Und ganz wichtig ist auch, und das muss ich mal ganz kurz loswerden, das wollte ich schon vorher auch schon lange mal sagen, und Jeremy hat es auch letztens auch gesagt, was ich zufällig gesehen habe, ihr schreibt unten immer gerne rein, macht mal dies, macht mal jenes, ihr müsst denn das auch gucken, das stimmt wirklich, das hat Jeremy auch gesagt, wenn ihr das nicht guckt, bringt das alles nichts. Das ist leider, finde ich, schade, dass das Parfums de Mali-Video, was sich so viele gewünscht haben, und der Green Lay, der ja noch nicht wirklich hier in Deutschland so angekommen ist und gerade jetzt erst wirklich ja eingeführt wird hier in Deutschland, dass das Video, sagen wir mal, nicht so gut angekommen ist. Obwohl das tonnenweise Leute geschrieben haben, macht das mal etc. pp. Ja, ihr müsst das auch schon dann angucken, weil sonst braucht man das nicht machen etc. pp. Da es ist so, das hat Jeremy auch recht, weil das ist auch Arbeit, das ist nicht einfach so nebenbei, und ja, das sollte man denn auch berücksichtigen, und wenn ihr schon was vorschlagt und wenn wir denn das schon machen, dann guckt auch das Video. So, das zu dem Thema. So, und jetzt Montag, ja, Montag Green Lay. Da haben wir es gerade mit Parfums de Mali. Green Lay habe ich an diesen schönen warmen Tag getragen, um ihn nochmal zu testen, wie er performt und so weiter. Er performt die ersten 3 Stunden wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr frischer Apfel, saurer Apfel, ein bisschen holzig. Also richtig perfekt für den Frühling und bei 26 Grad. Die neue Variante oder dieser neue Duft gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Mir gefallen diese frischen Düfte von Parfums de Mali wirklich gut. So, man kann jetzt immer rumdiskutieren, die halten nicht so viel etc. pp. Ja, kein Duft hält mehr wirklich viel. Es sei denn, du holst dir mega mehr. Ich rede jetzt von frischen Düften. Welcher frischer Duft hält denn wirklich sehr, sehr lang? Der hält ja auch seine 7 Stunden. So. Es ist schade, natürlich würde ich gern, oder dass sie wirklich auch immer 12 Stunden halten, ist aber leider nicht so. Und trotzdem 7 Stunden, sehr, sehr gut. Und wer einfach was Saures, Frisches haben will, Abkühlung haben will, der kann sich diesen Duft holen. Montag auf jeden Fall Green Lay. So, Dienstag, da war ich unterwegs, draußen auch gelaufen wieder ein bisschen, wieder jetzt ein bisschen mehr mit Sport angefangen. Und da habe ich Armani Code getragen, 10 Sprüher, Rock and Roll. Ist so. Er ist auch nicht mehr so stark, Leute. Und wenn das kühler, da war es wieder schlecht. Es ist ja im Moment wieder nicht gerade so das beste Wetter. Und dann hier Rock'n'Roll richtig auf die Kacke. 10 Sprüher. Geiler Duft. Ist nicht so stark. Keine Angst. Er ist leider auch nicht mehr so stark. Und das ist jetzt kein unbedingt Sommerduft. Seht ihr? Und ja, aber diese Vanille, die leicht, diese Würzigkeit, Tonkabohne, richtig nice. Kommt gut. Ja, ja. So, Mittwoch. Co-Water Parfüm, das neue. Ja, was soll ich zu diesem Duft sagen? Richtig guter Flanker, gefällt mir, ist wirklich gut geworden. Sehr fruchtig, etwas süß für mich. Und dazu die Cool-Water DNA im Hintergrund. Gefällt mir richtig top, ist richtig gut geworden. Ich werde alle Düfte, wie gesagt, unten verlinken, schaut da mal rein. Der ist nice. Ihr solltet den wirklich mal testen oder auch blind kaufen. Wer Cool Water allgemein macht und wer das Intens zum Beispiel macht, der wird den hier auch mögen. Ist Fakt. Ist einfach Fakt. Cool Water Parfüm am Mittwoch. So, ja, Donnerstag habe ich Zoologist, Zoologic, wie auch immer, Elephant getragen. Ja, das ist ein Duft, als wenn ihr so ein bisschen Milch auf die grüne Wiese ausgekippt habt, Kokosmilch, bisschen Stroh, trocken so, aber geil, absolut geil, gefällt mir wirklich gut, hält gut, kommt gut an, ist jetzt nicht so, nach was riechst du denn hier irgendwie, nach Heu oder bist du in was weiß ich wo gewesen, beim Bauern, nein, geil, richtig geil.
Also, wie gesagt, ich werde demnächst, kommt es bald, ich habe das ja schon in der Woche gesagt, es wird jetzt bald das Video kommen, wo ich alle Zoologic vorstelle oder Zoologist, wie auch immer. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, ob ihr das wirklich wollt. Da kommen wir nämlich zu, weil das ist auch Arbeit. Und wenn sich das nachher keiner anguckt, weil ihr diese Marke nicht unter der Haube habt oder weil viele sich nicht trauen, diese Marke zu testen. Leute, habt mal Eier in der Hose und traut euch, diese Düfte zu testen. Alle, die es gemacht haben, sind begeistert gewesen. Was heißt, oder nicht alle, man kann nicht von jedem Duft begeistert sein. Ich ja, ich liebe sie alle. Das ist eine Marke, ich mache sie einfach. Und aber ihr müsst auch mal Eier haben und dann vielleicht nicht zum 100. Mal Sauvage. Nichts gegen Sauvage, ist gut. Ne? Aber mal diese Marke testen. So, Freitag, Sedley, wieder ein paar 15 Mal. Ich komme von diesem Duft, seitdem ich ihn habe, nicht so wirklich weg. Der ist... Und der Sommer und der Frühling steht jetzt, oder der Frühling ist ja da, was auch immer Frühling ist, ich sag's ja, und der Sommer steht vor der Tür. Ich komme an diesen Duft, das ist diese Minze, Holzigkeit, cremig, denn dieses Seifig, oh, ich finde ihn richtig nice. Also der ist auf Platz 2 bei mir gesprungen, bei 15 Mal, das muss man sich mal vorstellen. An Karlan vorbei, nicht an Leighton, aber geiler Duft, geiler Flanker, gefällt mir richtig gut. Und ich weiß noch nicht, wo ich Greenlay in einer Stufe, das weiß ich noch nicht. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Aber er hier, Sedley, ist ja der bessere oder fertige Percival. Ja, Percival ist anders noch. Ne? Das kann man nicht so vergleichen. Ist wirklich noch anders. Aber der ist schon wirklich top. Sedley von Parfum Simali. So, und Samstag, ja, da habe ich einen Duft getragen. Es ist ja jetzt wieder kühler gewesen oder es ist kühler. Und normalerweise kann man diesen Duft tragen, wenn es ein bisschen oder schon ein bisschen kälter ist. Aber ich habe ihn bei 14 Grad getragen. Gestern war 14 Grad und Schauer zwischendurch. Und erinnert mich sehr stark an Orjan von Parfum Simali. Ich glaube, Orjan heißt der. Und zwar rede ich von Daniel José. José. Egal, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, Namen sind immer ein bisschen, ne? Auf jeden Fall sehr genial. Und er ist aber die bessere Variante. Wirklich. Tiefer, süßer, aber viel, die Süße perfekter abgestimmt, fruchtiger, einfach genialer gemacht, dieser Duft. Und wenn man sich überlegt, dass das auch ein Nischenhaus ist und ihr die großen oder den großen Flakon für 120 Euro bekommt, werde ich unten verlinken, mit meinem Gutscheincode sogar noch etwas günstiger, und dann ist das auf jeden Fall weit, weit die bessere Variante als das Parfum Simali-Ding. So, den gibt es auch als 100 ml oder ne, sind 100 ml. Und dann würde ich wirklich zuschlagen, wer den Orchard, wer dieses fruchtige, süße, würzige macht, richtig genial. Ihr stoßt da auf Weihrauch, Tonkabohne, Vanille, Tabak, Bergamotte und so weiter. Also... Patchouli natürlich, Amber, also es ist wirklich geil. Und dann die Süße, richtig geil. Er kommt, wie gesagt, sind wirklich Zwillinge, aber er ist hier besser und in dem Fall günstiger. So, natürlich sind da 25 ml mehr drin bei der großen Flasche bei Parfum Simali, aber er ist wirklich top. Haltbarkeit top und die Ausstrahlung, also damit werdet ihr wahrgenommen. Richtig genialer Duft. Und für die kalte Winterzeit so perfekt. So, aber habt ihr 14 Grad, könnt ihr ihn jetzt auch super tragen. Geht auch mit ein Sprüher oder zwei Sprüher. Er umhüllt euch so ein bisschen. Und ich würde da bald zuschlagen, weil, ja, er ist sehr, sehr nice. Und wie gesagt, wenn ihr euch überlegt, dass er 120 Euro kostet, dann ja, seid ihr gut bedient damit. Und wie gesagt, mit meinem Gutscheincode unten verlinkt, kriegt ihr ihn noch günstiger. Top-Duft, ja, so ist das. Gefällt mir richtig gut. Daniel José, wie auch immer. So, und heute trage ich Kinski. Klaus Kinski, sein Duft. Ja, was soll ich dazu sagen? Cannabis, Kraut, richtig geil. Nach so vielen Stunden, das muss man mögen, da muss man auch Eier in der Hose haben. Gibt es ganz schwer noch, ist auch nicht so günstig, fällt auch unter Nische. Ja, aber geil. Kinski, sein Duft. Tja. Was würde er da wozu sagen? Leck mich doch am Arsch, Mensch! Ja, vielleicht das ungefähr. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also, da kann ich nichts zu sagen. Gefällt mir wirklich. Made in England übrigens. Ja, auf jeden Fall, wer einen Cannabis-Duft mag, ja, würzig, krautig, der ist hier gut bedient. Klaus Kinski, sein Duft. Wirklich nice. So, das war's dann wieder. Düfte der Woche.
Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen. Wie gesagt, unten schaut mal rein in meine Verlinkung. Und dann sehen wir uns bald wieder, hoffe ich. Mach's gut. Fragrance Talk.